Urs Bürgi, ihr seid Landwirt. Welche Kulturen baut ihr auf eurem Betrieb an? Ja, wir sind herdöpfellastig, aber wir haben natürlich auch sonst Mais, Zucker, Rüben und Feldgemüse. Und Kunstwiesen auch für Kühe. Und seit wann und warum macht ihr am Berner Pflanzenschutzprojekt mit? Wir machen dort seit dem Anfang mit. Wir hatten eigentlich gedacht, das ist etwas, das man sicher unterstützen muss. Es ist etwas, das interessant ist auch für uns Bauern. Wir werden an Versammlungen informiert, was die neuesten Daten gebracht haben, eventuell Rückstände, was sie gefunden haben und die Zusammenhänge, die interessieren uns natürlich. Ja. Könnt ihr ein paar konkrete Beispiele von Massnahmen aufzeigen, die ihr umsetzt auf eurem Betrieb? Ja, wir machen jetzt zum Beispiel den Weg noch, am Weg noch gängen Rändli, 3 Meter Rändli, damit die Spritze nicht etwa rausfährt. Ja, also das wäre gerade ein Beispiel, wie man es hier sehen, das oder? Das ist ein Beispiel wie hier, wo ein sehr breiter Rand ist jetzt. Was sehr gut ist im Waldrand noch. Und wir machen auch herbizidfreie Produktion. Zum Beispiel beim Weizen oder auch bei der Zuckerrübe. Tun wir dort das Label anbauen, tun wenig spritzen. Tun bei den Herdöpfen auch probieren, dass man es mit wenig Herbizid machen und wenig Fungizid oder zum Teil sogar ohne Herbizid. Wir sind jetzt so ein bisschen in einem Flow jetzt, wo wir mit einer guten Mechanisierung probieren, Pflanzenschutz eigentlich auf ein Minimum, also den chemischen Pflanzenschutz auf ein Minimum zu drücken. Und wenn die Bedingungen gut sind, wenn das Wetter gut ist, können wir recht viel Anfang machen mit mechanischer Unkrautbekämpfung. Aber das Jahr muss uns helfen, einfach, es kommt auf das Wetter drauf an. Es ist einfach so, dass wir jetzt gerade heuer zum Beispiel das Mais hacken und das haben wir nicht können, weil es nass war. Man kann unmöglich reinfahren, seit das Mais gesagt ist. Da kommt man plötzlich wieder an Grenzen. Jetzt das Projekt verfolgt ja nicht nur das Ziel, die Einträge in den Gewässern zu reduzieren, sondern auch den Erträge in der Landwirtschaft aufrechtzuerhalten. Wie erlebt ihr das konkret? Ja, wir verzichten natürlich schon auf etwas für Ertrag im Vergleich zu einer vollen, intensiven Landwirtschaft. Aber ich denke, dass wir mit Beiträgen, die wir bekommen, und vor allem auch, wenn wir eine Labelproduktion machen können, wenn es über den Produktenpreis kommt. Der Produktenpreis wird auch gezahlt von den Konsumenten. Wir brauchen das und das ist eine gute Sache, wenn wir es so lösen können. Da haben wir so ein bisschen etwas zwischen Intensivproduktion und Bio, wo auch sicher ein gewisses Marktsegment hat, wo wir das abdecken können. Jetzt habt ihr gerade noch Label angesprochen. Gibt es gerade ein Beispiel, das ihr gerade frisch jetzt umsetzt in diesem Jahr? Ja, das ist jetzt zum Beispiel bei den Herdöpfen. Machen wir ein IP-Swiss-Label. Dort machen wir keine Unkrautbekämpfung mehr, machen, chemisch. Dort machen wir Hacken und auch das Abbrennen. Wird verzichtet darauf, tun wir mit einem Krautschlägel nachher das Kraut abtöten. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das geht. Man muss sicher bei den Herdöpfen, bei den früheren Herdöpfen, soll das auf alle Fälle gehen. Bin ich zuversichtlich, wenn es das Jahr ein bisschen hilft. Und vielleicht bei den Zuckerrüben, ist dort hier auch etwas am Gehen? Zuckerrüben, ja, da gibt es die IP-Swiss-Rüben jetzt. Die haben wir jetzt einmal gespritzt und das ist es jetzt eigentlich. Jetzt lassen wir es laufen. Wir dürfen jetzt nicht weiter kein Fungizid mehr, kein Insektizid mehr spritzen. Wenn es nötig ist, müssen wir es vielleicht noch hacken. Und dort haben wir dann einen gewissen Mehrpreis für den Zucker. Und wir haben ein bisschen etwas über das Ressourcenprogramm vom Bund oder Kanton, wo wir Geld bekommen. Und ich glaube, dort wird die Rechnung sicher aufgehen, wenn wir mit Pech, mit Krankheit und Blattläuse. Gut, besten Dank.